muss einfach wissen, der Vorgänger-Rüstungsexportbericht war schon ein Szenario des Grauens, sprich in den letzten Jahren seit Amtsantritt des neuen Bundeswirtschaftsministers Sigmar Gabriels wurden die Waffenexporte dramatisch gesteigert. Auch die Waffenexporte an menschenrechtsverletzende Staaten, an astreine Diktaturen, auch an kriegführende Staaten. Und von diesem exorbitant hohen Ausgangsniveau ausgehend dann weitere Steigerungen zu verkünden, wie Sie schon zu Recht sagten, eine Verzehnfachung der Waffenexporte an menschenrechtsverletzende Regime, an NATO-Staaten, zu denen ja die Türkei zählen, ist schon eine Kapitulationserklärung gegenüber dem Versprechen, das Gabriel vor der Bundestagswahl gab. Da hat er uns, der Öffentlichkeit, versprochen, mit mir wird es eine drastische Senkung, einen restriktiven Rüstungsexport geben. Das Gegenteil ist der Fall. Gabriel hat die Öffentlichkeit angelogen. Als ich das gelesen habe in der Zeitung, habe ich zuerst gelesen, weniger Kleinwaffen exportiert und dann aber deutlich mehr Munition, und zwar das Zehnfache. Vielleicht können Sie auch nochmal sagen, was sind denn überhaupt Kleinwaffen? Kleinwaffen sind die tödlichsten aller Waffen, nämlich Pistolen, Revolver, Maschinenpistolen, Sturmgewehre, Scharfschützengewehre. Laut Definition der Vereinten Nationen Waffensysteme, die ein oder zwei Menschen tragen können. Mit Kleinwaffen werden von 20 Kriegstoten 19 umgebracht, in der Regel erschossen. Denn die mörderischsten aller Waffen sind die Gewehre auf der Welt. Mit denen werden 63%, sagen wir mal 2/3 aller Kriegstoten, bewirkt. Da ist es tatsächlich ein Schritt nach vorne, dass hier eine durchaus stete Verringerung stattgefunden hat, wenn auch weiterhin menschenrechtsverletzende Staaten im Nahen und Mittleren Osten beliefert werden. Wir sind auf einem Weg, den man als eine der wenigen Ausnahmen als positiv bezeichnen könnte. Jetzt ist es so, die Staaten, die in dem ersten Halbjahr am meisten Rüstungsgüter bekommen haben, sind, ich weiß es die Reihenfolge nicht ganz genau, Saudi-Arabien, Türkei und Algerien. Wenn man jetzt nur die Türkei und Saudi-Arabien herausgreift, da kann man, glaube ich, schon sagen, dass die Türkei auf dem Weg in eine Diktatur ist. Saudi-Arabien ist schon eine Diktatur. Beide mischen aktiv mit im Bürgerkrieg in Syrien. Saudi-Arabien führt zudem noch Krieg im Jemen. Wie erklärt denn die Bundesregierung die Exporte in solche kriegsführende Staaten bzw. in solche Krisenländer? So würde ich sie auch nennen. Also erst einmal haben Sie vollkommen recht, die drei genannten Staaten, also Türkei, Saudi-Arabien und Algerien sind unter den Top 10 der deutschen Waffenexport-Empfängerländer. Traditionell schon, das ist nichts Neues. Neu ist die Tatsache, und das war auch nicht überraschend, dass Algerien, wo ein schwerst menschenrechtsverletzendes Regime Bouteflika an der Macht ist, das den arabischen Frühling zusammengeschossen hat, also die Demokratiebewegung, jetzt auf Platz 1 gestiegen ist. Algerien erhält eine Fregatte, obwohl wir ganz genau wissen, dass mit Fregatten und anderen Kriegsschiffen Seeblockaden verhängt werden können, die Zivilbevölkerung, von Nahrungsmittel- und Medikamentenzufuhr abgeschnitten werden können, was wir ja im Fall Saudi-Arabiens und dem Jemen durchaus im Moment haben, wo deutsche Boote dann noch eingesetzt werden können. Saudi-Arabien wieder runter ist ein wahhabitisches Herrscherhaus, das die Opposition im Land dramatisch, soll man sagen, eklatant, furchtbar unterdrückt. Die Türkei brauchen wir, glaube ich, gar nichts verlieren, wie Sie zu Recht sagen, auf dem Weg zur Diktatur. Das sind alle Staaten, die de jure, also vom Gesetz her, gar nicht beliefert werden dürften, weil Kriegswaffenkontrollgesetz und Außenwirtschaftsgesetz besagen, man darf an sogenannte Drittländer oder sonstige Staaten, und das sind diese, nicht geliefert werden. Es sei denn, dass in begründeten Ausnahmefällen, also in Einzelfällen, durchaus ein Grund vorliegt. Aber wenn wir von 55% der Waffenexporte sprechen, ist es nicht ein Einzelfall, sondern hier liegt permanenter Rechtsbruch vor. Die Begründung der Bundesregierung ist die Tatsache, dass sie sagen, das sind befreundete Staaten. Sie sagen bewusst nicht Demokratien, sind es ja nun wahrlich nicht. Und diese befreundeten Staaten, die Regierung, müssen an der Macht gehalten werden. Das ist schon ganz schön makaber, weil man weiß, wir reden hier von astreinen Diktaturen, wir reden von Repressoren, die den arabischen Frühling, wie gesagt, zusammengeschossen haben und jetzt im Falle der Türkei nahezu einen Bürgerkrieg hineinschlittern im Südosten der Türkei und Saudi-Arabien ja Krieg führt gegen den Jemen. Das sind Länder, da darf man gar nicht hinliefern. Eigentlich müsste man Strafanzeige stellen gegen die Bundesregierung. Ich habe das prüfen lassen, man kann es leider nicht tun. Denn die Rechtslage traurigerweise ist so, dass die Mütter und Väter des Grundgesetzes ja gar nicht auf die Idee kamen, dass eine Bundesregierung Grundgesetz, übrigens auch Völkerrecht, im Falle der kriegführenden Staaten bricht. Da ist nichts zu machen juristisch. Wir können das nur politisch anprangern, was wir gerade tun. Oft werden ja zwei Argumente von Befürwortern von Rüstungsexporten genannt. Das eine ist, wenn wir nicht exportieren, dann macht es halt ein anderer.
Und wenn wir nicht exportieren, Rüstungsgüter liefern, dann gibt es jede Menge Arbeitslose bei uns. Was entgegnen Sie auf solche Argumente? Naja, da das permanent widerlegt wurde von uns und sachgerecht widerlegt wurde und es trotzdem immer wieder gebracht wird, kann man da ja eigentlich nur von Unwahrheit oder Lüge sprechen. Die Bundesregierung und auch die Rüstungsindustrie wissen, dass die Argumente nicht stimmen, aber ihnen gehen ja auch wirklich die Argumente aus. Gehen wir zu Ihren sogenannten Argumenten, also Behauptungen, die, wie gesagt, Falschaussagen darstellen oder falsche Aussagen darstellen. Das eine ist, wenn wir nicht liefern, liefern die anderen. Wie wird man denn Nummer 3 der Kleinwaffenexporteure, Nummer 5 der Großwaffenexporteure, indem man dann liefert, wenn die anderen nicht liefern? Das ist genau umgekehrt. Also ich nenne mal ein Beispiel. Indonesien will gebrauchte Kampfpanzer Leopard 2 in Holland kaufen. Holland, da entscheidet das Parlament, im Gegensatz zur Bundesrepublik Deutschland, wo der geheimtagende Bundessicherheitsrat unter Führung von Frau Merkel und Herr Gabriel entscheidet. Indonesien wendet sich an das holländische Parlament und bekommt eine Abfuhr. Die sagen, nie im Leben nach Indonesien, katastrophale Sicherheitslage, katastrophale Menschenrechtslage. Und jetzt hat der Bundessicherheitsrat der Bundesrepublik Deutschland unter Führung von Frau Merkel entschieden, die Deutschen liefern die Kampfpanzer. Die zweite Behauptung, die ebenso falsch ist, ist die Tatsache, dass die Rüstungsindustrie Schlüsselindustrie sei, unglaublich viele Arbeitsplätze sichere. Falsch. Nein, es sind 100.000, sagt der BDSV, der Bund der deutschen Sicherheits- und Verteidigungsindustrie, der Lobbyverband der Rüstungsindustrie, 200.000 noch in der Zulieferindustrie, das war's. Wissen Sie, wenn Sie vergleichen, pro Jahr werden rund 300.000 Arbeitsplätze neu, wohlgemerkt neu geschaffen, im Bereich der Energiewende, Wind, Wasser, Luft, und das ist Schlüsselindustrie, aber doch bitte schön nicht diese todbringende Rüstungsindustrie. Wären Sie für ein völliges Verbot von Rüstungsexporten? Wenn Sie mich persönlich fragen, aus der Erfahrung 30 Jahre von Vor-Ort-Recherche mit Begegnung unzähliger Opfer, auch deutscher Waffenexporten, ja. Denn die Argumente, wir liefern an die Guten und vermeintlich an die Guten, die stimmt ja nicht. Nehmen wir jetzt mal das aktuelle Beispiel, die Bundesrepublik Deutschland mit Zustimmung der Bundesregierung liefert Bundeswehrwaffen, beispielsweise gebrauchte G36 und G3 Sturmgewehre, an die Peschmerga im Norden des Irak. Die Begründung ist, die Peschmerga haben die Christinnen und Jesiden gerettet, was falsch ist, weil das war die PKK. Aber man muss ja irgendwo hinliefern, wenn man dort in diesen Krieg eingreifen will, gegen den IS, gegen den Islamischen Staat. Nachweislich ist es so, dass diese Waffen auch angeboten werden auf dem Waffenmarkt in Kirkuk im Nordirak. Käuferkunde ist unter anderem eben dieser Islamische Staat. Und der Islamische Staat schießt mit Waffen aus 25 Nationen. Er schießt auch Deutsch. Er schießt mit Heckler- und Koch-Gewehren, mit Maschinengewehren von Rheinmetall, mit Scharfschützengewehren der Firma Walter in Ulm und mit Waffen von anderen deutschen Rüstungsfirmen wie MBDA oder Airbus. Also es ist genau umgekehrt. Es ist nicht so, dass man an die Guten liefert, sondern Waffen wandern auch in die sogenannten falschen Hände. Und das Ergebnis ist, dass der Globus und vor allem der Nahe und Mittleren Osten überflutet ist mit deutschen Waffen und nahezu eigentlich alle Konfliktparteien mit deutschen Kriegswaffen schießen. Ganz viele solche Beispiele haben Sie ja in Ihren Büchern recherchiert. Und zurzeit ermittelt die Staatsanwaltschaft München gegen Sie. Dabei geht es um Ihre Recherchen, die Sie in Ihrem Buch Netzwerk des Todes öffentlich gemacht haben. Was wird Ihnen dann da vorgeworfen und was ist da der Stand der Dinge momentan? Sehr spannend. Eigentlich dachte ich kämpfe gegen die Rüstungsindustrie. Dann merkte ich im Laufe der Jahrzehnte, das ist ja auch ein Kampf gegen die Politik, weil die Politik ja die Rüstungsexporte in der Regel genehmigt. Und dann bin ich auf der Spur von illegalen Waffenexporten, verbünde mich mit Daniel Harrich. Es gibt einen ARD-Themenabend zum Thema Mexiko mit 6 Millionen Zuschauer. Und der Daniel und ich veröffentlichen zusammen ein Buch, Netzwerk des Todes, in dem wir auszugsweise partiell aus Dokumenten zitieren, die wir der Staatsanwaltschaft Stuttgart übergeben haben, um Heckler und Koch vor Gericht zu stellen wegen illegalem Waffenhandel mit Mexiko. Die Staatsanwaltschaft Stuttgart und auch München hat sich nie bei uns bedankt für die Unterstützung im Falle der umfassenden Materiallieferungen in Sachen Heckler und Koch. Im Gegenteil, wie Sie zu Recht sagen, jetzt wurden Ermittlungen gegen Harrich und Kresslin aufgenommen mit der Begründung, Sie zitieren ja aus Dokumenten, die Sie uns übergeben haben. Das dürfen Sie dann nicht mehr, weil die Dokumente gehören jetzt uns. Also wenn das zur deutschen Rechtsprechung werden sollte, dann ist Artikel 5 des Grundgesetzes Presse- und Meinungsfreiheit ausgehebelt. Wir werden durch alle Instanzen gehen, wenn es vonnöten sein sollte, bis zum Bundesverfassungsgericht, dass Artikel 5 des Grundgesetzes Bestand hat. Was ganz Aktuelles gibt es dazu jetzt aber nicht, sondern es wird noch ermittelt.
Es wird ermittelt, aber ich gehe steuerzielstrebig darauf hin, dass wir uns im nahezu zeitgleich mit den Prozessen, die ja aufgrund der Basis unserer Dokumente an die Staatsanwaltschaft Stuttgart übergeben wurde, die dann Anklage erhoben hat gegen Heckler und Koch und wohl die Prozesse jetzt Januar, Februar, März in Stuttgart stattfinden gegen Heckler und Koch, dass zeitgleich dann noch die Prozesse gegen Gresslin und Harrich in München stattfinden werden. Also absurder geht es eigentlich nicht mehr. Sie kommen ja am Freitag nach München. Die Veranstaltung heißt, der Titel, wie Deutschland am Krieg verdient oder wer Waffen liefert, sät Krieg und erntet Terror. Können Sie vielleicht noch ein paar Sätze dazu sagen, um was in dieser Veranstaltung konkret gehen wird, was Sie da thematisieren werden? Eigentlich ist es so, dass wenn man die Waffen exportiert und sie in den Nahen und Mittleren Osten, in den Maghreb exportiert, dass die Waffen dann eingesetzt werden seitens der menschenrechtsverletzenden Regime, seitens der Diktaturen gegen die Bevölkerung. Die Bevölkerung irgendwann sagt, ich halte es nicht mehr aus. In meinem Land ist ja eine grauenhafte Menschenrechtslage, Sicherheitslage. Und aufgrund dieser Tatsache ihr Heimatland verlassen. Das ist ja passiert im Fall der Kurdinnen und Kurden. Über 1 Million Kurden im Südosten der Türkei haben ihr Heimatland verlassen, weil maßgeblich deutsche Waffen gegen ihre Familien eingesetzt wurden. Familienangehörige verstümmelt, verkrüppelt, traumatisiert und auch getötet wurden. Und diese Menschen kamen dann nach Deutschland. Wer Waffen sät, wird Flüchtlinge ernten. Also wenn die Bundesregierung es noch wagt, von Fluchtgründen zu sprechen, die man jetzt beseitigen müsste, dann ist einer der maßgeblichen Fluchtgründe der deutsche Waffenhandel und Sie mögen ihn bitte sofort einstellen. Sie sind aber nicht nur am Freitag in München zu hören und zu sehen, sondern auch am Samstag. Da sind Sie auch im Münchner Gewerkschaftshaus und dort gibt es von 10 bis 17 Uhr, also schon eine Strecke, eine Rüstungskonversion-Konferenz. Was ist das? Ja, Rüstungskonversion ist eigentlich genau der richtige, sinnvolle Ansatz, den wir, ich sage ja auch wir, weil ich Gewerkschafter bin, seitens der Gewerkschaften vertreten. Herr Zitzelsberger von der IG Metall in Stuttgart, der IG Metall Bevollmächtigte, hat zu Recht gesagt, die Rüstungsindustrie ist eine Todesindustrie. Sie muss umgestellt werden auf eine sinnvolle, nachhaltige Fertigung. Da geht es jetzt mal drum zu sagen, die Ausgangslage ist der Waffenhandel, der gesteigerte Waffenhandel, aber entgegen diesem Mainstream der Politik sollte man versuchen, von unten her, von den Werken her, von der Basis her, den Rüstungskonversionsgedanken zu stärken. Ich habe gerade in den letzten Tagen 5 Vorträge in Mecklenburg-Vorpommern gehalten, wo die Werftenindustrie sehr stark ist. Übrigens volles Haus, weil Leute auch gekommen sind zu sagen, was kann man denn in den Werken stattdessen machen, statt Kriegsschiffproduktion. Und in Mecklenburg-Vorpommern beispielsweise ist es so, dass gerade eine sensationell gute Auftragslage ist im Bereich der Zivilproduktion für Schiffe, Seefahrtschiffe, Schiffe im Wert von 23 Milliarden Euro. Und das heißt, man kann jetzt im Moment ganz gut umsatteln in der Marineindustrie von Kriegsschiffen auf zivile Schiffe, sprich auf zivile Arbeitsplätze. Es ist in München eingestandenermaßen schwieriger, weil Krauss-Maffei-Wegmann, der führende deutsche Panzerbauer, Leopard 1, Leopard 2, sich Pi mal Daumen mit 98% in der Rüstungsproduktion befindet. Da würde ich sagen, muss man ergänzen zu dem Gedanken, lass uns doch sinnvolle zivile Produkte herstellen. Ich denke durchaus eine Anlauffinanzierung geben und die muss staatlicherseits finanziert werden. Denn Firmen wie Heckler und Koch und Krauss-Maffei-Wegmann kommen aus dieser Falle, in die sie drinstecken, alleine nicht raus. Die allermeisten Firmen aber haben einen Rüstungsexport oder Produktionsanteil von unter 5 oder gar 3%. Die schaffen das auch alleine umzustellen.